Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Blackwell Epiphany, wo wir uns hier gerade in Georges Wohnung umgucken konnten. Aber da haben wir jetzt nichts weiter gefunden, außer diesen Geist, der uns seinen Namen nicht verraten will. Das heißt, als nächstes gehen wir mal zur Polizeistation und gucken mal, was wir da jetzt für neue Freiheiten haben. Wir dürfen uns ja jetzt hier wohl umsehen. Sam told me you'd be swinging by. Das ist korrekt. Hi, Corey, was it? No. It's Officer Palmer. Oh, da mag uns aber jemand nicht. Durkin hat mir gesagt, dass wir mit ihnen reden sollen. Es tut mir leid wegen Lia. Wo ist Durkin? Wir kommen mal direkt zum Geschäftlichen. Ich glaube, das ist hier bei ihm das Beste. So, Durkin told me to speak to you? Yes, I heard. Congratulations, I guess. I don't know why you're so special, but orders are orders. If you need any information from us, I'll see about getting it to you. But you talk to me, and only me. Understand? Perfectly. Na klar. Okay, wir können noch mehr fragen. Dann entschuldigen wir uns vielleicht wirklich erstmal wegen Lia. I'm sorry about Lia. Don't even go there. I don't care what you saw or what the evidence says. Lia wouldn't kill herself. And if she did, then she wasn't Lia anymore. Ja, ich meine, dann ist das also alles gut zwischen uns. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen die falsche Frage. Ich glaube, er wird Nein sagen. Ich glaube, zwischen uns ist nicht alles cool. Aber ich will alles durchgehen, also let's go. So are we good? Good? You don't think I still killed anyone, do you? I don't know what to believe. But Durkin vouches for you. And he now owes me a favor. A big one. So, I guess I come out ahead. Na gut, wo ist Durkin eigentlich? Is Detective Durkin around? I haven't seen him since yesterday. I'm sure he's wandering around somewhere. Ja, der wird ermitteln. Du nimmst Lias Tod ganz schön persönlich. Naja. Ich meine, sie hat ja hier gearbeitet, ne? Also sie wird bestimmt gut befreundet gewesen sein mit denen, hoffe ich zumindest. You seem to be taking Lias death rather personally. The chief would agree with you. That's why I'm shackled behind this desk instead of out there doing something. Okay, na dann, gibt's irgendwelche Updates? So, what's the latest on George Austin? He was killed with a 22 caliber bullet. That's all we know so far. We're still talking to Lias ex-husband, but he's got a pretty solid alibi. Ja, nee, der war es auch nicht. Was mit Kendra? How did Kendra die? Was that ever established? I read the autopsy report. It was definitely a bullet wound. It went right through her shoulder. Clean hole all the way through. The coroner said that she bled to death, but could have survived if she was brought to a hospital right away. I don't understand this. Not at all. Vielleicht, also ich könnte mir auch vorstellen, ich hatte jetzt zwischendurch überlegt, ob die Mutter sie vielleicht getötet hat, ne? Also die Lia. Aber vielleicht war es auch so, dass diese Leute, die George getötet haben, halt bei ihrem Haus aufgetaucht sind. Ne? Sie hat ja den Panic Room gebaut, sie hat ja schon gedacht, dass vielleicht jemand kommt. Und die sind da aufgetaucht, haben sie angeschossen und sie war so, oh shit, und hat sich dann mit ihr versteckt. Weil sie wusste, wenn sie rausgeht, dann töten sie die beide. Aber dadurch ist sie halt nicht ins Krankenhaus gekommen, ne? Aber sie müsste ja trotzdem, also müsste sie ja sie verbunden haben oder irgendwas, oder? Erzählen wir mal mehr über Lia. Ja, das machen wir mal. So, what's the story with you and Lia? I get the impression you knew her pretty well. Yeah, I guess you could say that. I partnered with her back when I first joined the force. She taught me a lot. Everything, really. I owe her. She was a rock. She was a rising star. Why would she flip out like she did? I'm working on it, Corey. I really am. That's Officer Palmer. And I'm not holding my breath. Na, wir werden dich überraschen. So, dann erzählen wir noch mehr über Lia. Warum geht es nochmal? Is there anything else you can tell me about Lia? Officer Piero was juggling a demanding job, a growing daughter, and a deadbeat ex-husband. There was immense pressure on her, but I still don't buy that she would do what she did. Naja, sie hat halt irgendwie nicht so richtig, also nicht ihr Leben in Gefahr gesehen, sondern halt so ihre Seele in Gefahr gesehen, ne? Das ist ja das Problem. Ich habe auch gelesen, einige in den Kommentaren haben schon geschrieben, das ist auch wirklich, wirklich schlimm, ne? Kennst du denn Emil gut? Naja, er denkt ja, er war es vielleicht, ne? Did you know Emil Haskins at all? I don't know much. Just what Lia used to tell me. I got the impression he was a deadbeat. Always out of a job, always late with child support payments, things like that. Guess he doesn't have to worry about that stuff anymore. Okay, dann befragen wir ihn mal noch nach mehr. Das Pfeil, genau, das habe ich mich ja schon gefragt, ob wir das jetzt kriegen oder wie das ist.
There are tons of case files listed here. I'm not going to ask about them one by one. Wie, da sind ganz viele gelistet. Ich verstehe nicht so ganz. Ich verstehe dieses File-Ding nicht so ganz. Es wurde gesagt, wir kriegen das. Und jetzt haben wir das hier als Notizpunkt. Aber ich check nicht. Ich check's nicht. Na gut, Grace Group. Sagt ihr das was? George and Leah both were members of a self-help group. They called it the Grace Group. Oh yeah. Leah told me about that place. She did? Yeah, she didn't go into detail, but I know it meant a lot to her. She used to tell me that nobody could ever fall so far that they couldn't still reach for a helping hand. I'm not sure what that meant, but she used to say it all the time. Okay, vielleicht ist das so deren Motto. Kennst du einen Michael? Do you know anyone named Michael? You're gonna have to be more specific than that. Kannst du die Telefonnummer für mich nachschlagen? Does this phone number mean anything to you? Not really, but I can trace it for you. Trace ja, bitte. It? Run the number, see who it belongs to. Within reason, anyway. Where'd you find it? I found it on George Austin's phone. Oh, we ran that number already. You did? Yeah. It belonged to Grace Church. Probably calling for donations or something. Yeah, or something. Hmm. Thanks anyway. Okay, das ist interessant zu wissen. Vielleicht können wir nochmal in die Kirche und den Pastor da befragen. Vielleicht heißt der Michael. Ja gut, den Geist. Na wobei, wenn da jemand gestorben ist, wüsste es die Polizei ja, ne? Do you know if any of George Austin's neighbors died recently? It's not in any of the reports. Do you have a name? No, not yet. But she lived across from George. Can't you look it up that way? I can't, no. The way the system works, I can only look it up by the victim's name, not address. Sorry. Schade, dann müssen wir wirklich noch den Namen rausfinden. Und hier können wir nichts sagen. Das verstehe ich wirklich nicht so richtig. Thanks for the help. Sure. Und kann ich hier rein? Oh, sie geht direkt wieder raus. Okay, dann kann ich da wahrscheinlich nichts weitermachen. Wie funktionieren diese komischen Files? Notizen der Hausarreste. Kann ich vielleicht das mit dem Dach hier? No war das? Connection that I can see. Okay, ich dachte, vielleicht war das ein Haus. Also wenn ich irgendein Haus finde, muss ich die vielleicht kombinieren. Ich bin mir unsicher. Ich verstehe das wirklich nicht so ganz. So, aber dann gehen wir doch nochmal in die Kirche und fragen da nochmal nach. Kann ich? Ah ja, ich kann. Okay, ich dachte kurz, die Kirche wäre weg. So, mal schauen, ob der Pastor uns da irgendwie helfen kann. Wenn das nämlich hier jemand war, dann müsste er den Michael Hi, kennen. Remember me? Yes, and would you please keep your voice down? Sorry. Oh, können Sie mir von dem Buch erzählen? Ja, das haben wir jetzt eigentlich schon durchgeknuspert, aber warum nicht? Let's go. Could you tell me about that book over there? For some, silent prayer isn't enough. They want to write it down and make it real. That is what that book is for. Ja, okay, das wissen wir schon. Das haben wir schon durchgeknuspert. Haben wir wahrscheinlich nur die Gesprächsoption noch übrig. Kennst du einen Michael? Do you know any Michaels? In my line of work, I know more than I can count. Und einem Michael, dem diese Telefonnummer gehört? I checked with the police. This number belongs to a phone in this church. A man I'm looking for made a phone call from this number. His name is Michael. It's very important that I find him. I'm afraid I don't know who you're talking about. I am sorry. Okay, das war sowas von gelogen. Habt ihr diese Tonlage gehört? Das war eine Lügner-Tonlage. Und die Grace Group? Kann er uns dazu was erzählen? I'm looking for information on the Grace Group. Grace Group? They used to meet here, in the basement. Some kind of self-help group? There are hundreds of so-called Grace Groups. And they all have meetings in the basement. You will have to be a bit more specific than that. Ach, verdammt. Und wenn ich mal... Wartet mal, vielleicht... Oh, das Telefon. Ja, okay, ich frage nach dem Telefon. The telephone that uses this number. Where is it? Why would you need to know that? Michael used the phone. Maybe he left a clue behind when he did. He could have used any one of a dozen offices in our administration wing. Really? Over a dozen? Yes. So, if you want to locate Michael Cooper, you'll have to find another way. Ach, Michael Cooper. Du kennst also tausende Michaels und weißt überhaupt nicht, von wem ich rede. Mhm. Ach so? Wait, Cooper? Pardon? You said Michael Cooper. Isn't that the gentleman you're looking for? No, I just said his name was Michael. So you did. Slip of the tongue. My apologies. It is quite late and I'm tired. Du meintest, du weißt nicht, wer das ist, meine Liebe. Du Lügner. You need to tell me who Michael Cooper is. I told you I don't know any Michael Cooper. Du hast gesagt, du weißt...
du hast gesagt, du kennst keinen Michael. Und dann, well, dann sowas. I'll be going. Stay safe. Ja, stay safe am Arsch. So, okay. Was steht jetzt in unseren Notizen? Michael Cooper. So, ich wollte eigentlich gucken, ob ich den mit der Grace Group kombinieren kann. He was part of the Grace Group. Ja, okay, das wissen wir also schon. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir damit doch direkt mal zur Polizei und gucken mal, dass die uns den jetzt bitte einmal aufstöbern. Vielleicht finden die eine Adresse oder sowas. Da muss doch was möglich sein. Michael Cooper wird ja gemeldet sein. Achso, nein, du sollst nicht die Poster klauen, du sollst gehen. Der hat eine Meldeadresse, wir haben die Telefonnummer und den Namen. Das sollte doch hoffentlich reichen, oder? So, rein da. Officer Palmer? Yeah, yeah. What can I do for you? Und zwar Michael Cooper. Do you have a record of a Michael Cooper in your system? Let's check. Sorry, it's too common a name. You'll have to give me specifics. Ja, ich habe ja die Telefonnummer. I already asked him about the number. I don't need to ask him again. Hä, aber wartet mal. Moment, Moment. Muss ich Michael Cooper mit der Telefonnummer? Also, dass er halt in der Grace Church gearbeitet hat. Huch, hoppala. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier zum Telefon. Da muss doch was gehen. This is the phone number that Michael called George from. Ja, ich weiß. Und kannst du jetzt nicht das irgendwie kombinieren? He was part of the Grace Group. Nee, kann ich nicht. Verdammt. Kommt sein Name vielleicht hier in den Files vor? No, I don't see any connection at all. Mist. Was machen wir dann als nächstes? Okay, das ist jetzt blöd. Michael Cooper. Polizeistation George Austin und das Zuhause. Wir haben auch echt wenig Orte noch übrig. Ich würde sagen, wir gucken nochmal. Wir müssen ja noch irgendwie rausfinden, wie der Geist hier heißt, ne? Achso, Rosa kann da ja gar nicht durch. Moment. Vielleicht kann Joey irgendwas machen. Was ich übersehen habe. Weil wenn wir hier den Namen hätten, könnten wir ja danach die Polizei fragen. So, wir schauen mal. Joey geht mal hier durch. Hier ist die Lady. Hier ist nichts weiter. Kann ich hier durch die Tür? Okay, das geht nicht. Ist hier ansonsten noch irgendwas, was ich nicht sehe? Hier ist halt dieser Zettel, ne? Kann ich den Zettel unter der Tür durchpusten vielleicht? Das probieren wir mal. Wenn wir den hier rüber... Ja! Okay, nice. Wir pusten den zu Rosa und dann kann die... Wie, das ist so weit wie es... Hä? Achso, ist jetzt hell genug? Vielleicht ist hier hell genug wegen der Tür. I know about Heather, and it's signed by someone named Jay. Ist die Dame etwa Heather oder ist die Dame Jay? Hello again, mister. What brings you by? Bist du vielleicht Jay? The note is signed Jay. Who's Jay? I have no idea, and I don't know anything about any note. Sicher nicht? Die, die hier auf dem Boden liegt? I know about Heather. Do you know anything about this? About what? This note. The one on your floor. I have no idea. It has nothing to do with me. And what's it doing here? I have no idea. Okay, okay, relax. Also, is sie Heather? Come on, what's your name? No. This is too much fun. You'll figure it out. Everyone recognizes me eventually. Okay, und zu der Notiz sagt sie nichts. Are you sure you don't know anything about this note? No, I don't know anything about any note. Please stop asking about it. Well, whoever you are, I'll see you around. Say hi to George for me, if you see him. Ja, du kannst mal hi zu George sagen. Kann ich... Okay, Heather, mal gucken. Ist das jetzt hier vielleicht in unseren Notizen? Roof Ghost? Nee, da ist nichts mit Heather. Und ich kann Heather wahrscheinlich auch nicht googeln, ne? Das ist ja einfach ein Name. Ja, nee. Okay, jetzt konnten wir die Notiz lesen, aber so richtig weitergebracht hat uns das nicht. Notiz, der Geist. Ich weiß wegen Heather Bescheid von Jay.
Haben wir irgendeinen Charakter schon gehabt, der mit J anfängt? Bisher nicht, oder? Glaube ich. Es ist halt komisch, dass wir das nicht in den Notizen haben, ne? Weil dann könnte ich ja... Ich weiß was über Heather. Michael Cooper, die Grace Group. Kann ich eigentlich die Grace Group mal googeln? Grace Group? Nee, da gibt's nichts zu. Okay. Was schon verdächtig ist, dass der Typ gesagt hat, es gibt Tausende. Und jetzt finde ich nicht eine, aber na schön. Tja, hier ist eine Liste. Hier ist auch sonst nichts, ne? Auf dem Tablet vielleicht nochmal gucken. Nee, da ist nur die E-Mail. Sonst ist nichts. Ein vermisster Anruf von Michael. Und ich kann Michael auch wirklich nicht anrufen, ne? No answer. Kann ich vielleicht Michael in der Kirche anrufen? Vielleicht kann ich dadurch erfahren, wo das Telefon war, wenn wir das mal probieren. Ich gehe mal in die Kirche hinein. Und ich probiere mal hier Michael anzurufen. If the phone is nearby, it's not ringing. Ach verdammt, okay. Ich kann aber auch nicht. Nee, hier ist nur die Orgel. Nee, ich kann ja auch nirgendwo hin. Kann ich den Typ vielleicht noch mal ein bisschen grillen? Also, wer ist Michael Cooper? So you don't know anyone named Michael Cooper? No, I don't. Aber du weißt, dass es Michael Cooper ist, als wir Michael gesagt haben, ja? Ist es richtig? You need to tell me who Michael Cooper is. I told you I don't know any Michael Cooper. That tactic ain't working, sweetheart. You need to come at this some other way. Ja, aber ich weiß nicht so richtig wie, Joey. Stay safe. Ja, ich bleib sicher. Das mit dem Telefon klappt nicht und ansonsten haben wir ja nichts so richtig. Michael Cooper. Irgendwas müssen wir darüber erfahren. Ich probiere mal alles mit diesen Files zu kombinieren. Weil irgendwas muss das doch mit diesen Files auf sich haben. Warum wir die haben? I don't think those are Nee. Wir haben jetzt diese komischen Files. Und ich weiß überhaupt nicht, was es bringt. Schwierig, schwierig, Leute. Was machen wir dann als nächstes? Kann ich vielleicht... Und ich kann... Ich probiere jetzt noch mal nach dem Geist auf dem Dach zu fragen. Officer Palmer. In Verbindung mit Heather. Und zwar der Geist. Do you know if any of George Austin's neighbors died recently? It's not in any of the reports. Do you have a name? No, not yet. But she lived across... I can't now. Sorry. Nee, okay, geht nicht. Und Michael Cooper ist zu kommen. Das kennt er auch nicht. Well, okay, dann müssen wir irgendwas in der Wohnung noch machen können. Wir müssen irgendwie ihren Namen rausfinden. Ich weiß nicht wie. Kann ich den Lobbytypen könnte ich ja nochmal fragen. Hallo Lobbytyp, kennst du eine Heather? Yes, zufällig? Ich kann ihn nochmal nach dem Clothing Drive fragen. Warum das? Can you tell me anything else about the clothing drive? No. But if you have any old clothes, feel free to give them to me. I'll put them in the box. Better not. If you did that, you wouldn't have any clothes left. Okay, nee, das ist nur, was wir, glaube ich, schon hatten. Und der Geist? Do you know who lived in the apartment across from George? I'm afraid not. I only started working here a few months ago. Und da können wir auch nicht nach Heather fragen. Wozu habe ich denn diese Notiz gelesen, Leute? Did George know anyone named Michael? I'm afraid I don't know. Ach, verdammt. Das klappt alles nicht. Was machen wir denn dann? In dieser Box ist auch nichts, ne? It's full of old clothes. Kann ich mir welche mitnehmen? Yep, just old clothes. Nothing special about them. Okay, hätte ja sein können, ich kann hier noch irgendwie einen Handschuh klauen oder so, ne? Ich habe lieber immer einen Handschuh mehr als zu wenig. So, Joey muss noch angeschwebt kommen. Komm ran, Joey. Irgendwas muss hier sein. An den anderen Orten ist ja nichts. Irgendwie muss Joey jetzt mal die Dame dazu bringen, ihren verdammten Namen zu sagen. So, hier draußen ist aber auch wirklich nichts, ne? Hier ist eine Pflanze, ein Tisch,
Hier ist keine Notiz oder sowas. So, irgendwas muss es gebracht haben, dass wir diesen Zettel angucken können. Kann ich den vielleicht... Muss ich den nochmal rüberpusten zu ihr oder so? Ich weiß Bescheid wegen Heather. Kann ich das nochmal pusten? Und sie sagt da gar nichts zu, ne? Hello again, mister. What brings you by? Are you sure you don't know any... No, please stop. Und wenn ich sie nerve? Sure? No, nee, da kommt immer nur dasselbe. Well, und sie sagt uns den Namen nicht. Irgendwas muss doch hier gehen. Das kann doch nicht angehen. Rosa, komm du nochmal zur Hilfe. Kannst du vielleicht die Notiz sehen durch die Tür? Ja, guck mal rein. Das ist doch eine Glastür, oder? Da muss doch was möglich sein. Locked. Nee, da geht gar nichts. It might be pretty in the spring, but for now all the plants are dead. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts auf dem Tisch. Gar nichts. Wie könnten wir ihren Namen rausfinden? Wir wissen was von Heather. Und wir wissen was von Jay. Aber niemand, den wir kennen, heißt so. Und wir können es auch mit niemandem ansprechen. Hier ist auch nichts weiter. Hier ist nur das Tablet. Die Lampe. It's a tablet computer. Und beim Tablet in den Mails wurde auch keine Heather erwähnt, oder? Irgendwas ist mit mir passiert. Michael. Ja, das ist alles nichts, was mit J anfängt oder Heather heißt. Gemälde, Vase, Liste. Diese Liste, ist da irgendwas? Bok choy, garam masala, quinoa, branzino. I don't need somebody else. Und Bok choy, das buchstabiert masala, auch quinoa, nichts, branzino. Oder? Es ist keine geheime Nachricht, glaube ich. Heather, Jay, gibt's nicht. Jay, gibt's auch nicht. Verdammt! Heather, die ist irgendeine Art Star. Die muss eigentlich, muss sie ja irgendwie bekannt sein. Aber Rosa kann sie nicht angucken. Muss ich nochmal nach Hause vielleicht? Ich verstehe das alles nicht. Geh mal nach draußen. Wir haben ja ansonsten nur noch unser Zuhause, ne? Ist hier irgendwas? Hat es irgendwas mit irgendwas Altem zu tun? Hier ist der Kalender. I stopped updating this calendar around the time Joey came into my life. There's probably a connection there. Some articles I wrote for the Village Eye newspaper. I hated working there and the paper's been dead for years. But for some reason I can't take them down. Auntie Lauren gave that bear to me when I was a kid. His name is Griff, the PI bear. Although he's more the geriatric bear these days. Okay, nee, hier ist überhaupt nichts. Hier sind halt diese ganzen Anspielungen, ne? Hundeleine, eine Kaffeetasse. It takes about an hour to boot up these days. My old computer. I don't use it much since I got my phone. Ich kann nicht mal was am Computer machen. Docking Station. It's a charging dock for my phone. Ach so, okay. Ja gut, das bringt ja auch nichts, ne? Und wir haben nur so Kaffee da. Und sonst haben wir auch nichts im Inventar. Was machen wir? Muss ich doch noch hier irgendwie zur Kirche? Ich fand ja die Idee, den Michael hier anzurufen, gar nicht so doof, ne? Das war ja eigentlich smart. Kann er vielleicht hier? Hört man da irgendwas? No answer. Nee, da hört man auch nichts. Muss ich ihn vielleicht googeln? Michael Cooper? So Michael Cooper was a priest. Interesting. Aha, okay. Theologisches Seminar. Hä, wie konnte ich das denn finden, aber der Polizist nicht? Also da, finde ich, ist ja direkt mal eine Lücke in der Story. Das kann ja wohl nicht angehen. Dass wir einfach googeln können und der Polizist hat das nicht geschafft?
So, na gut, dann frage ich jetzt nochmal nach ihm. Und zwar, ich kenne Michael Cooper. Michael Cooper. He's a priest too, isn't he? So? So, it's a pretty big coincidence, wouldn't you say? I... Hör auf, mich anzulügen. Das ist wichtig. Oder ich kann die Polizei involvieren. Hör auf, mich anzulügen. Wie wär's denn damit? Please stop lying to me. I'm not lying. You're not telling me the whole truth either, are you? I made a promise. He came to me scared, begging me to protect him, to give him sanctuary. He was ranting. I should have turned him away, but we roomed together at the seminary. We were close friends once. What could I do? You can take me to him. He's raving. He's mad. He says he's in a battle for his very soul. Is this true? Yes. Yes, it is. He's in the school. It's closed for the winter break, so it seemed like a good a place as any to hide him. Here's a key. The entrance is around the corner. Please, do whatever you must. Just don't come back here. Don't worry. Was ist die Schule? Die haben eine Schule? So, thrown out of a church. I suppose with our record it was only a matter of time. The entrance to the school is around the block. Let's go. Oh, sie geht sogar direkt automatisch hin. Ach krass, Grace School. Ach, und die Kirche ist jetzt weg? Wir kommen da wirklich nicht mehr hin? Okay, wild. Na dann, Schule, hallo. Ist das eine Schule oder heißt Schule irgendwie, ich weiß nicht, Kartei oder irgendwas Religiöses? Huch. Hi. Cooler magischer Kreis, den du da hast. I think he's reciting the Psalm of David. From the books I've read, it's supposed to guard against evil. And though I walk through the shadow of death, hi. I will fear no evil. Michael? Michael Cooper. You! Stay back, Bestower. I've got a gun. Just a second. I said stay back! Ich bin nicht hier, um dich verletzen. Ich muss mit dir reden. Ich bin hier, um zu helfen. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Und hey, ich dachte, ihr braucht auch meine Hilfe. Warum bist du denn auf einmal so anti? Please, I'm here to help. Help? Oh, I wish that was true. How much help did you give George or Leah or the others? Ey, woher sollte ich denn wissen, was abgeht? Niemand hat mich angerufen. Ich konnte ihnen nicht helfen, aber ich kann immer noch dir helfen. Ich konnte nichts tun, es tut mir leid. Die anderen? Naja, es sind wahrscheinlich Stück für Stück alle aus dieser Selbsthilfegruppe gestorben, ne? Ich konnte ihnen nicht helfen, aber ich kann dir noch helfen. Das probiere ich mal. I couldn't save them, but I want to try and save you, if I can. Try and save me? You were supposed to be the expert. That was the whole plan. Plan? Yes, our brilliant plan. We get the Bestower to escort our souls to the next world. Protect us from this force that is after us. Instead, you let us be destroyed. Okay, also ganz kurz. Wenn das euer Plan war, dass ich euch rette, hätte mir vielleicht mal jemand Bescheid sagen sollen? Was ist das denn für ein scheiß Plan? Wir machen einfach, was wir wollen und bauen darauf, dass dann irgendwer kommt und uns alle rettet? Was ist das denn? Denkst du, ich wollte, dass das passiert? Ich hab's versucht, ich hab's ernsthaft versucht. Ich werde es beenden. Ja, ich nehme mal das Erste, weil es klingt am entrüstetsten. Und ich bin entrüstet. You think I wanted this to happen? People dying, souls torn apart? You think I want this? Of course not. It's just... Well, look at what we've been reduced to. I'm sorry. Whatever is going on, it's new. I've never seen anything like it before. I see. And what about him? Huh? Your friend. The man behind you. He hasn't said a word since you walked in here. Me? Do you mean me? Yes, you. Don't look so surprised. How else could I have known who you were? Now get out of here. You've been nothing but trouble ever since George went to look for you. Okay, ich kann jetzt sagen, schieß nicht, ich gehe. Ist okay, schieß ruhig. Du willst das nicht wirklich tun oder... Boah, ich habe so keinen Bock mehr auf... Ich bin versucht, das Letzte zu nehmen. Ich habe das Gefühl, es wird wahrscheinlich eh alles auf selbe hinauslaufen, oder? I am so sick of guns. Yeah, well, I'm sick of all this. Temper, my host. Huch. That voice. It can't be. I told you to stay in the other room.
Yes, my host, I know. But I had to intervene. These two know me, if I may. Fine. Fine. Just make it quick. I'm losing concentration. Malone, Blackwell, what a pleasant surprise to see you both again. Yeah, surprise is the word. What the hell are you doing here? Is it not obvious? You freed me, Malone. Brought me back into this world, and as befits all of our kind, I had a host waiting for me. And so I have returned to my former duties. Look, as much as I am touched by this reunion, I need to focus. Perhaps we should all converse outside. Fine, outside. Just leave me in peace. Thank you, my host. Du bist auch ein Bestower? Das war Madeline. Gar nichts sagen. Hä, wenn du auch einer bist? Warum dachtest du dann, ich würde kommen, um euch zu... Rette dich doch selber. Ich verstehe gar nichts mehr. You're a Bestower too? What gave it away? The spirit guide who won't leave me alone? Look, maintaining this circle leaves me a bit cranky. Sorry. If you can help, great. If not, well, I've made my peace with it. Just go talk to her. She's outside. I need to concentrate. You prepare a table before me in the presence aber, of mine enemies. You anoint my head with oil. Aber my cup overflows. Ich verstehe nicht. Ich verstehe so vieles nicht. Ich gehe jetzt einfach. War schön, dich zu sehen. Madeline, what the fuck? Blackwell, Malone, it's been a long time since we've been able to converse. Wo warst du? Warum wurden diese Geister attackiert? Warum hat George nach uns gesucht? Nenn mich Rosangela. Notizen angucken. Ich glaube, das Wichtigste zuerst. Warum wurden diese Geister attackiert? Do you know what's going on? Why are these souls being attacked? I do not know. I wish I did. Like you, we saw it happen. We saw a soul being torn apart and could do nothing. I'm afraid my host became a little unreasonable after that. Ach. Ihr habt selber gesehen, ihr musstet selber zugucken, wie das passiert und ihr dachtet, wir können kommen und alles fixen? Das war ein beschissener Plan, wenn ich das mal so sagen darf. Wo warst du? Naja, hier wahrscheinlich einfach, ne? It's been almost 6 months since Joey freed you. How come we're only seeing you now? I admit the transition hasn't been pleasant. I have had 3 hosts since returning to this world. The first was an old man on the edge of death. He lingered for 6 weeks before finally succumbing to the inevitable. When the old man passed, I became bound to his niece for a time. She ran every time she saw me. I tried to keep my distance, give her time to adjust. But in the end, she fell down the stairs in an attempt to flee. The poor woman died, and I was passed to her brother, the man inside. Okay, du hast auf jeden Fall viel erlebt. Ich sehe, du und deine Host, ihr versteht euch immer noch blendend. Also dein Charme ist wirklich einzigartig, Madeline. Jeder einzelne deiner Host hasst dich entweder oder stirbt sehr schnell. Why was George looking for me? We needed a bestower. A proper bestower. My host and I were not up to the task. Eh? It might be due to my time in the void. It might be because my host's soul has been marked by whatever is out there. But in any case, our abilities are limited. We cannot even help lost souls move on as you do. We can see them and talk to them, but that is all. Hence why we needed you. Lucky us. Und da konntest du nicht einfach anrufen? Ich meine, du weißt sogar, wie wir heißen. Und ihr konntet nicht Bescheid sagen oder so? Was machen wir jetzt? So what can we do? We don't even know what's going on. Our theory was that you could help move these poor souls into the next world before they were destroyed. But it appears that it did not achieve the desired result. You could say that, yeah. You must investigate. My host and I are restricted, but you two are not. If anyone can help uncover why these poor spirits are being attacked and stop it, it is you. Na danke. Nenn mich Rosangela. Nee, 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 nee. Wir sind nicht auf Vornamenbasis, meine Liebe. Also ich mit dir, aber andersrum nicht. Und sonst so? Wie geht's? Gut drauf? So how'd you like being on the outside, as it were? I imagine it's better than being trapped wherever you were. I had thought, I had hoped, that I would pass on. That being brought back to the mortal world would force me to obey mortal laws. Instead, I... No, it is not to be. I have returned to my former duties, therefore I must have further work to do. But yes, it is nicer than being trapped in the void. Did I ever thank you, Malone? Not as such, no. Well, I must rectify that. Thank you.
Yeah, sure. Anytime. Warum darf sie eigentlich ein langes Kleid haben und alle anderen müssen bei den Hosen enden? Kriegst du längere Geisterbeine, wenn du in einem langen Kleid stirbst? So, mal gucken. Was mit diesem Michael? Was geht bei dem? What can you tell me about Father Michael? Cooper is my host. We have not had the time to get to know each other better. Is he always this ornery? Do have some pity for him. He has lost his uncle, his sister, and several of his friends. He has been forced to accept the spirit world and the possible loss of his own soul, all within the span of a few weeks. If anyone deserves some understanding, it is he. Okay. Und was war das für eine Gruppe? Warst du da auch schon da? Do you know anything about this Grace group? I know that it meant a great deal to my host, as well as his friends. Whatever happened at those meetings, it greatly improved their lives. But obviously, it came at a cost. Die haben irgendwelche Dämonen beschworen oder sowas, kann ich mir vorstellen. Ey, du weißt nicht zufällig, wer dieser Geist ist auf dem Dach, ne? Ich meine, ist ein Stretch, aber maybe? There's a ghost haunting the empty apartment across from George Austin. I see. Well, you know your duty. Go and save it. Ach so, na danke für den Tipp, das hat mir sehr geholfen. Das nehme ich jetzt auch nochmal, einfach der Vollständigkeit halber. Do you know a place called the Carth House? I'm afraid I do not. Ach, das ist ein Ort. Okay, warte mal, dann google ich das vielleicht nochmal. Warum schubst Michael dich so herum? Why do you let Father Michael push you around like that? It is what my host wishes. So? Simply that. I must do what my host commands. Right, seriously. What's the story? No story, Malone. If my host wishes me to leave him alone, I leave him alone. That actually works, of course. It is my duty to do so. So, Joey, could... No! Of course, some of us take our duties more seriously than others. Okay, na gut. Ja, komm, wir klicken jetzt alles durch. Dann nehmen wir auch noch Nenn mich Rosangela, aber ungern. Ich muss sagen, Madeline ist mir sehr unsympathisch. You should really call me Rosangela. Forgive me. When you are as old as I am, all the names blur together. So I tend to address those I speak to by their family name. It is just easier that way and less painful. I'm afraid it is a habit that is difficult to break. Ach, im Sinne von, weil sie dann einfach weiter denselben Namen benutzen kann, auch wenn es irgendwie die Töchter und Urgroßtöchter und Ururgroßtöchter sind? Huh. Well, I suppose we'll talk to you soon. Of course. Das war jetzt zwar alles sehr aufschlussreich, aber ich weiß immer noch nicht, was ich als nächstes machen soll. Huch, das Lafayette? Lafayette Street looks cold and icy. Better stick to the sidewalk. Lafayette Street. Okay, fancy, fancy. Gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge von The Blackwell Epiphany. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen beeindruckt von dem, was ich da gefunden habe, von diesem Kreis, den er da betet. Das, finde ich, hätte sie uns noch erklären können, aber naja. Ja, und ich bin gespannt, wie es weitergeht, auch wenn ich ein bisschen ratlos bin, was ich gerade machen soll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da und damit bis dann.